Hallo Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy Crisis Core. Wir machen heute die Trophäe Liegestützen bzw. Sit-Up-Rekord. Und das machen wir in Kapitel 5, gibt's das. Lasst mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, wenn ich euch helfen konnte. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das am besten lösen könnt. Es ist nämlich eine ziemlich ekelhafte Trophäe, muss ich dazu sagen. Und da gibt's so ein paar Tipps, die man vielleicht beachten kann, um das Ganze hier besser oder schneller zu handeln. Wenn wir in Kapitel 5 angekommen sind, da starten wir einfach mal hier durch und müssen dann erstmal in den Trainingsraum. Den suchen wir einmal, gucken mal hier auf der Karte, da leuchtet auch schon entsprechend das Symbol. Hier ist der Trainingsraum und da können wir einmal Squats machen und gehen dann hier hinten zu dem Professor hin, zu dem Guten, und können dann an dieser Challenge teilnehmen. Hier hinten der junge Mann, der fragt uns, ob wir den Fitness-Check machen wollen, und den machen wir natürlich auch. So, dann starten wir hier einmal durch, drücken auf selbstverständlich und können dann entsprechend gegen die Gegner antreten. 4 Runden gibt es insgesamt und gerade die letzte ist ein bisschen tricky, deswegen zeige ich euch hier, wie das am besten funktioniert. Dreieck müsst ihr immer drücken, um eine Kniebeuge zu machen. Die erste Runde ist eigentlich noch ziemlich einfach. Ihr drückt einfach immer Dreieck, sobald der Charakter runtergeht, also die Arme nach unten gehen sozusagen. Das ist am Anfang noch relativ einfach, da halt dieser Zeitstrang auch nicht so groß, also ziemlich breit ist, wo man das Dreieck drücken kann und der Gardist halt auch öfters mal Fehler macht. Deswegen erste Runde eigentlich ziemlich easy, solltet ihr auf jeden Fall packen. Was ich dazu schon mal sagen will, dass wenn ihr so 5 bis 10 Squats hintereinander fertig gemacht habt, kommt meistens so eine Kameraperspektive, diese hier, und dann könnt ihr ruhig einmal kurz aussetzen, um dann wieder den Takt reinzukommen. Und das wird später auf jeden Fall noch nützlich sein, damit ihr entsprechend da weiterkommt. Also wenn diese Kameraperspektive läuft, müsst ihr nicht drücken, erst wenn die Kamera wieder zurückschwenkt. Und genau diese Kameraperspektive macht es einem auch so schwierig, weil halt dadurch man so ein bisschen aus dem Takt kommt, fand ich zumindest. Aber wie gesagt, erste Runde, gar kein Thema, schaffen wir easy eigentlich. Dann drücken wir weiter und wir müssen tatsächlich hier alles schaffen, damit wir später auch noch eine andere Trophäe bekommen. Also wir bekommen hier natürlich die Trophäe für Kniebeugen-Champion, aber die müssen wir auch hier alle Sachen machen, um später Aeris Blumenwagen zu bauen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns halt eben diese Trophäe holen. Ja, kommen wir zur Runde 2. Runde 2 ist eigentlich so, dass wir immer dann drücken, wenn die Arme nach hinten gehen. Also sobald die Arme nach hinten gehen, drücken wir einmal und können dann entsprechend hier den Kommandanten platt machen. Runde 2 geht eigentlich auch noch, ist relativ in Ordnung. Also immer drücken, wenn die Arme nach hinten gehen und gerade hinten sind und am Runtergehen sind. Das schaffen wir dann auch easy, drücken wir dann einfach immer und dann geht das eigentlich auch mit Runde 2 relativ zügig. Wie gesagt, immer einfach drücken, jetzt, wenn die Arme nach hinten kommen. Und dann funktioniert das auch. Ja, das machen wir hier einmal durch. Das schaffen wir dann eigentlich auch. Bei der Kameraperspektive könnt ihr hier schon mal üben. Also den einen einfach immer auslassen. Und dann entsprechend wieder drücken, wenn die Kamera zurückschwenkt. Ja, immer dann machen, wenn die Arme quasi von oben nach unten gehen. Und so schaffen wir die zweite Runde eigentlich auch relativ simpel, sage ich mal. Also, zweite Runde halt, ne? Das geht eigentlich noch. Dritte und vierte, die werden heftig, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, zweite Runde haben wir eigentlich beendet in diesem Sinne und können dann jetzt natürlich die nächste Runde antreten und die nächste Runde machen. Dritte und vierte. Ja, und da wird es jetzt ein bisschen tricky. Da müsst ihr nämlich darauf achten, dass die Arme in einer Linie mit dem Schwert sind und immer dann Dreieck drücken. Also immer wenn die Arme mit der Linie im Schwert sind, drückt ihr Dreieck und könnt dann halt entsprechend die Kniebeugen machen. Das seht ihr jetzt hier auch, so Runde 3. Da ist der Gardist schon ein bisschen schneller und ihr drückt halt immer, wenn die Arme im Gleichgewicht mit dem Schwert sind. Also jetzt und jetzt und jetzt und immer so weiter. Das funktioniert dann. Hier dürft ihr halt wenige Fehler machen, weil der Gardist halt schon echt entsprechend gut ist. Der hört also gar nicht auf. Der macht die zwar noch nicht so besonders schnell,
hört aber nicht auf. Und da müsst ihr ihn auf jeden Fall aufholen, wenn ihr entsprechend ja, den schnelleren Modus habt. Drückt ihr immer, wenn die Arme beim Schwert entlang gehen und dann immer drauf drücken. Das kann man sich hier so ein bisschen merken. Dann geht das eigentlich schon ganz gut. Ihr seht das ja hier. Zack, zack, zack. Und dann können wir da schon einen guten Vorsprung aufbauen. Das klappt eigentlich in der dritten Runde. Und wenn wir immer drücken, wenn die Arme beim Schwert sind, passt das. Wenn das Schwert und die Arme quasi eine Linie machen, dann passt das entsprechend. Ja, und so können wir auch die dritte Runde fertig machen und können dann weiter in die vierte. Und die vierte, die ist echt eklig, weil da dürft ihr fast keine Fehler machen und müsst auch ordentlichen Speed drauf haben, um entsprechend die Challenge zu gewinnen. Ja, gehen wir also weiter in die vierte Challenge. Dritte Rang 3 Soldat haben wir gemacht. Jetzt machen wir noch Rang 2 Soldat. Und dann haben wir eigentlich auch die Trophäe verdient, wenn wir das schaffen. Beim vierten ist, wie gesagt, da wird ihr ein bisschen brauchen. Verzweifelt da nicht. Das wird ein bisschen dauern. Und da müsst ihr immer drücken, wenn quasi die Knie in der Beuge sind. Also immer dann, wenn ihr unten seid. Also jetzt. Und jetzt, also wenn die Arme mit den Knien eine Parallele bilden, dann müsst ihr drücken. Immer wenn die Arme unten bei den Knien ankommen, dann Dreieck drücken, dann funktioniert das entsprechend. Aber wie gesagt, hier dürft ihr wenig Fehler machen, gerade auch wenn die Kamera schwenkt, müsst ihr wirklich sehr gut weitermachen, weil der Soldat ist ziemlich schnell und der baut auch ziemlich gut was auf. Deswegen müsst ihr da schon recht schnell sein und mindestens mal 3-4 mal den Speed anlegen, damit das überhaupt klappt. Ihr dürft nur ein oder zwei Fehler maximum machen, damit ihr überhaupt da durchkommt. Also immer drücken, wenn die Arme am Knie quasi ankommen und dann funktioniert das Ganze auch. Da muss man wirklich schon ein bisschen üben, aber so nach 4-5 Mal solltet ihr das eigentlich gepackt haben, wenn ihr diese Regel befolgt. Immer drücken, wenn die Arme beim Knie sind und dann passt das auch entsprechend. Ja, Freunde, und das war die Trophäe eigentlich. Ja, easy würde ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen Gewohnheitssache, aber kann man auf jeden Fall schaffen. War jetzt hier bei mir auch knapp quasi 55 zu 54. Wie gesagt, 2-3 Fehler könnt ihr im letzten Runde machen. Und dann bekommt ihr halt die Trophäe, wenn ihr 4 Soldaten besiegt habt. Vor allem aber bekommt ihr diese ganzen Gegenstände von denen, hier zum Beispiel Shinra Lötzinn und so. Da fragt man sich erstmal, was soll ich damit? Das sind wirklich Gegenstände, die ihr später braucht, um Aeris Wagen zu bauen. Dazu kommen wir aber später, deswegen klickt gerne mal ein Däumchen hoch, hinterlasst ein Abo und dann seht ihr auch das Video, wenn ich es hochlade, wie ihr mit Aeris den Blumenwagen, alle Blumenwagen müsst ihr da nämlich bauen und bekommt dann auch nochmal eine Trophäe. Ja, Freunde, an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde mich auf jeden Fall freuen, bis dann, macht's gut, adios und ciao, ciao.